Es ist mal wieder Zeit für ein neues Rank-Video. Und zwar, wir sind schon fast am Ziel. Ihr seht hier jetzt gerade Champion 61%. Das heißt, uns fehlt wirklich nicht mehr viel. Wir gehen rein in eine Solo-Runde. Wir starten auch direkt das Spiel. Ich würde sagen, falls ihr noch neu seid, direkt nochmal ein Abo da lassen. Und auch gerne in-game hier in den Item-Shop gehen und den Creator-Code Robnik eintragen. Genauso einfach Code Robnik akzeptieren. Und das war's dann auch schon. Also danke an jeden, der mich damit nochmal extra supportet. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die allererste Runde. Also viel Spaß. So, und jetzt sind wir hier auch schon direkt im Bus in der ersten Runde angekommen. Und natürlich gehen wir mal wieder nach Reckless für die erste Runde. Noch bin ich motiviert. Ich hoffe mal, das Ganze bleibt auch so, denn sobald es wieder losgeht, dass ich jede Runde einfach nur gesniped werde, dann kracht's hier. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Wir sind gerade auf dem zweithöchsten Rang, ganz, ganz kurz vor Unreal, also kurz vor dem höchsten Rang, den es überhaupt gibt. Das heißt, die Gegner sollten wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht sein eigentlich. Aber wir werden es sehen auf jeden Fall. Mal schauen. Nee, den Boss wollte ich jetzt noch nicht treffen. Ich wollte eigentlich erstmal die ganzen drumherum holen. Dafür bin ich noch nicht stacked genug gerade. Der Chef kommt hier gleich wieder rein, oder? Ah, das ist nur ein anderer, aber egal. Lass doch mal gut sein, Jungs. Mann, der trifft zu viel. Ich schwöre, der wurde geupdatet. Der ist viel besser als vorher. Seit dem letzten Update, wo der jetzt weniger APA trifft, der viel, viel mehr. Ich sag's, wie es ist. Der war früher nicht so stark. Ich schwör's euch. Oh mein Gott, ich bin so sauer. Ja, ich kann wegimpulsen. Das war's. Was ist das denn? Hä? Jo. Na, nee, nee, lass das liegen. Digga, wie unnötig. Warum ist, seit wann ist jetzt hier schon wieder so ein nice Item drin? Und der Bot wird gerade geholt. Ich muss da eigentlich rüber. Oh mein Gott. Der Bot ist down. Das triggert mich gerade extrem. Bin ich ehrlich. Hier sind sogar vielleicht zwei Leute im Keller. Oh ja. Wallet, down. Und der andere, kommt der? Nee. Dann hielten wir erstmal kurz den Big. Guter Hit von mir. Ja, weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ja, nicht so, glaube ich. Nein. Nicht mit meinem Auto wegfahren. Das habe ich am Anfang der Runde hingefahren. Muss eh nachladen, das passt ganz gut gerade. Er hat eine Reihe auf Pump, das ist gut zu wissen. Oh, der ist wanted. Er wird wieder einsteigen wollen, oder? Digga, ist der lost. Also wirklich, dass der meine Münze geklaut hat, ist respektlos. Es leben nur noch 30 Leute. Ich bin gerade mal Offspawn fertig geworden. Wie kann es sein, dass Arena so unstaked ist auf Champ? Also es ist zwar ranked, aber ich sage immer Arena irgendwie manchmal. Bisschen random. Tresor wurde scheinbar auch noch nicht aufgemacht, sonst hätte ich hier die ganze Zeit das Zeichen nicht gerade. Dann gehen wir da mal rein. Ich denke mal, da sollte jetzt keiner campen, das wäre schon sehr random. Aber hier kommt gerade jemand hingefahren. Mit einer Münze auch. No joke, der kommt jetzt wirklich hier rein. Oh mein... Was macht der? Was macht er? Wie random. Danke für die Münze. Ja, wir haben zwei Münzen, let's go. Oh mein Gott, der Grappler, das freut mich viel mehr. Endlich ein vernünftiges Mobility-Item hier. Ich hatte so absolut keine Lust, jetzt hier die ganze Zeit nur mit einem Impuls rumzulaufen. Das ist perfekt. Dann machen wir die Sniping einfach nochmal schnell ready. Okay, Waffen sind ready. Unser Inventar ist in Ordnung. Geht auf jeden Fall ein bisschen besser, aber es geht klar. 18 Leute leben gerade insgesamt nur noch. Das ist auch gar nicht viel. So, und das Auto hier nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, wir suchen uns aber noch den nächsten Gegner. Und vielleicht schauen wir uns auch noch kurz den Bot hier oben. Zonenfeuersage jetzt zwar eigentlich nicht so unbedingt wichtig, aber wenn man schon direkt hier hat neben der Stadt, kann man auch dahin gehen. Warum nicht? Oh, da ist doch ein Gegner. Das hätte ein Snipe sein müssen. Ja, das tut weh. Oh. Oh. Das ist einfach ein Auto, Digga. BMW M3 Touring. Ne, der ist safe irgendwie 30 oder so. Ist natürlich nichts verkehrt dran. Cooles Auto, aber das als Ingame-Name? Hm. Naja, von mir aus. Da ist der nächste Gegner direkt. Ich wollte eigentlich die Bots suchen, aber wir können auch den hier holen direkt. Warum nicht? Boxt. Er hat sich runtergepickt, ist das schlecht. Aber er ist low und das müssen wir ausnutzen. Wie spielt der? Oh mein Gott, das hätte sein müssen. Falsch an. Gott, er denkt, er macht Clip einfach. Habt ihr gesehen? Erstmal Triple Edits. Aber nein. Du bist down. Das sind mal die witzigsten Leute, die einfach denken, die können fighten, aber sind eigentlich echt nicht gut. Sind jetzt spawnen 1000 Meter weit weg. Aber egal, brauchen wir eigentlich eh nicht, wenn ich mal so drüber nachdenke. Eigentlich brauchen wir nur ein Medkit. Und das könnte ich mir entweder hier vorne schnell holen. Oder einfach irgendwie random in einem Haus oder so. Vielleicht aus der Kiste direkt. Aus der Kiste wäre crazy jetzt. Nein.
Das ist strong. Es leben 10 Leute insgesamt. Wir haben 5 Kills. Ist für die erste Runde gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ist auch alles First Try hier bisher. Wir sehen auch schon auf der Karte hier gerade den Bot. Das heißt, da werde ich erstmal hingehen. Und wir holen uns das Storm-Announcement mal, auch wenn wir es nicht brauchen. Aber wenn man es schon kann, warum nicht? Einfach mal mitnehmen. Und so, der Bot ist down. Die Karte nehmen wir mit. Karte ist drin. Nee, Karte ist nicht drin. Jetzt ist Karte drin. Und weiter geht's. Wir suchen uns noch die Gegner. Und die Runde gewinnen wir auch sehr strong. Autos, leer, es kracht. Oh, Insel wurde gerade eingenommen. Wir gehen mal kurz hoch, gucken mal, was der so macht. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Der hat ein oder zwei Münzen auch, der Typ hier oben. Also nicht zu unterschätzen. Der macht jetzt mal ein paar 90s. Ich kann da nicht bauen. Warum? Bau. Jetzt geht's, hä? Hier auf Kampf alle anschießen musste noch. Er haut ab. Let's go. Einen Impuls, die spielen wir nicht. Die nehmen wir nicht mit. Ich habe das Gefühl, der Gegner will fighten, der jetzt gerade hier reinkommt. Oh, da ist er. Da steht er. 190, das One-HP. Ja, ja, ja. Da kann er mir ein Brett geben, wie er will, aber mich kriegt er nicht down. Nächster Gegner kommt. Ich bin direkt wieder voll mit 2 Fischen. Let's go. Okay, er geht wieder durch meine Box durch. Das ist der, den ich vorhin angesniped habe, oder? Als ob der noch überlebt hat so lange. Jo, wohin? Warum hat er so viele? Er ist über mir. Nein. Boxt. Er hat schon wieder einen Impuls. Ich fasse es nicht. Wie kann ein Mensch so viele Impulses haben? Nein, ich muss nachladen. Er will wegdriften. Nein. Kann ich, das kannst du mir nicht erzählen. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Nein. Der hat es ja mal so 0,0 verdient, wegzukommen. Also no joke, der hätte down gehen müssen. Der hat es nicht, der hat's gar nicht verdient, das zu überleben. Wirklich nicht ein kleines bisschen, gar nicht. Ich glaube, ich baue mich ein sogar. Das Ding ist halt, ich würde gerne fighten, aber ich habe so wenig mehr, das lohnt sich eigentlich gerade gar nicht. Was machen meine Gegner hier gerade eigentlich? Der eine hier spammt die ganze Zeit irgendwelche Edits in seiner Cone da drin, in seinem Tower. Versucht irgendwie hochzukommen, rafft aber gar nichts. Da ist halt nicht mal, da ist nicht eine Cone drüber. Was versuchst du da? Der andere peekt da an der Holztreppe. Das ist ja wirklich Profis hier gerade in meinem Lobby. Und da hinten sniped irgendwo einer, der ist auch unsympathisch. Okay, der erste fährt weg, vielleicht fight ich den hier sogar noch. Impuls, Bro, wie kann man denn so safe machen? Ach du Scheiße. Oben ist ein Sniper auf dem Berg. Oben sitzt ein Sniper auf dem Berg. Bitte hit mich nicht. Ach, Bro, das Spiel. Digga, was ein Dulli. Hauptsache, er macht mich One-HP, oder? Bitte nicht der nächste jetzt schon wieder. Hey Bro! Ist das ein Bot? Digga, ist das ein Bot oder ein Spieler? Hey, das ist ein Bot! Warum gibt's einen SMG-Bot, der. Digga, wie nervig ist das Spiel bitte? Hätte der mich getroffen, wäre es vorbei gewesen mit dem Video. Ich habe so wenig mehr zu machen, kann ja auch nichts refarmen. Ich muss hier unter der Brücke verbleiben. Ich hier jetzt mein Big, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe jetzt zwar leider kein Healing mehr, Top 3, also Top 4, 3 Gegner noch. Aber ich habe nichts, ich will nicht out of Mats gehen. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Oh mein Gott, ich werde sterben, 0 Mats. Ich muss da rein. Kein Dealing, aber der hat auch nichts, oder? Ne, er hat nichts. One-on-one. Und er ist direkt über mir.
Okay, guter Hit. Der Fallschaden ist nicht gut. Immer wichtig. Let's go. Erste Runde direkt gewonnen und wirklich gut gespielt, sage ich. Ich sag's euch das. Wir waren out of Mats. Kurzer Refresh. Alles war knapp. 10 Killwin in der ersten Runde direkt. Ist sehr, sehr gut. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich wieder stellen, ist, wie viele Prozente bekommen wir für diese Runde? Weil wir sind ja ganz, ganz kurz vor Unreal und da bekommt man nicht so viele Prozente eigentlich. Ich hoffe mal so 10%. Von 61 auf... Oh. 14% haben wir bekommen. 75% Champion sind wir jetzt. Easy, hä? Voll gut. Nächste Runde. Es kommen einige Leute mit. Einer geht sogar für den Bot. Vielleicht machen wir das gleiche auch und gehen mal ganz riskant. Oh, das ist wirklich... Nee, wir machen safe. Ich gehe Bauernhof. Grappler Instant. Gefällt mir sehr gut. Da ist irgend so ein Box-Item. Ich weiß nicht, was das ist. Was? Cardboard-Box. Ich bin so verwirrt. Ich habe halt einen neuen Item, oder? Das ist alles? Ich soll mich damit jetzt verstecken? Das macht doch kein Spieler. Vor allem nicht in Ranked auf Champion oder so. Nein. Das benutzen wir nicht. Das wird nicht gespielt. Auf Unreal und Champion Lobbys kann ich doch nicht in so einer komischen Box drin sitzen, oder? Ah, das regeneriert sich sogar. Das lädt wieder auf, hä? Oh, cool. Aber brauche ich nicht. Ist nichts für mich. Nicht für dieses Video heute. Vielleicht kann man damit irgendwie in einem kleinen YouTube-Short so mal ein bisschen rumtrollen, aber nicht in dem Ranked-Video jetzt, die wohl getryoutet werden soll. Irgendwer hat sich jetzt gerade die Münze fertig geholt. Ich versuche mal, einfach direkt ihn zu fighten, glaube ich. Vielleicht ist das schlau. Der ist gerade abgelenkt. Oh ne, ist nicht gut. Ist nicht gut. Raus hier. Ich habe auch kein Healing. Ich glaube, ich gehe nochmal weg. Ganz schlau. Ganz, ganz schlau. Einfach mal das ganze Gold, was man in den letzten Tagen gesammelt hat, hier vollkommen leer machen. Das ist ein Lama. Das hole ich mir. Lama ist crazy jetzt gerade. Auch schlechte Erinnerung. Hier wollte ich im letzten Duel Cash Cup komplett geheadshot, sniped aus dem Nichts. Hat gar keinen Spaß gemacht. Wir machen uns voll. Die Impulses lasse ich liegen. Die baue ich auch nicht. Den Big nehme ich mir mit. Und dann haben wir alles Wichtige. Let's go. Inventar sieht gut aus eigentlich, aber wir haben keine Kills und es leben auch schon wieder nur noch 30 Leute. Das kann nicht sein. Es geht wirklich so schnell hier in Ranked. Weiß nicht, wie viel Bock ich gerade habe, den zu fighten, wenn er unten im Keller ist. Vielleicht gehe ich auch erstmal da hoch, mache den Bot einfach. Wenn der eben Keller gerade campt, da habe ich nicht so Bock reinzugehen. Vielleicht kommt er auch einfach hinterher, dann gleich. Mal schauen. Wir werden schon noch genug Gegner finden in der Runde auf jeden Fall. Und Hauptsache, wir gewinnen die Runde. Das ist nämlich das Wichtigste. Dadurch machst du nämlich die meisten Rank-Prozente. Hier Bot ist hier schon mal gespawnt. Andere Gegner sehe ich nicht. Dann machen wir den jetzt mal schnell. Karte machen wir rein. Und dann würde ich sagen, das ging schnell. Auch nochmal direkt voll hier mit dem Big, den wir gerade bekommen haben. Let's go. Wieder hoch und ab ins Auto. Und zu dem Fight gehen, würde ich sagen. Sehr schade, dass wir keine normale Pump haben. Reinlaufpump im Bildmodus fühle ich gar nicht. Aber das wird schon passen, denke ich mal. Irgendwie schaffen wir das schon. Oder kommen noch Gegner? Das sind jetzt 3 Stück insgesamt. Also vielleicht doch nochmal ganz kurz ein bisschen chillen. Weil ich den zweimal gesniped bei crazy. Ja, es ist Top 20. Was passiert hier? Kann man nur so brutal abfacken. Der andere ist ja auch noch da, hä? An der Stelle bin ich einfach mal weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Es ist so eine Zeit- und Healing-Verschwendung und alles mögliche. Oh, warte mal, den nehmen wir vielleicht mit. Den Big Heal und den Minis mitnehmen ist, glaube ich, ein schlauer Move. Ja, Mann, du bist der Beste. Ey, cooler Typ. Ich habe das Gefühl, ich sollte nochmal in den Tresor reingehen. Da kann ich meine Sniper upgraden, das wäre sehr wichtig. Und generell vielleicht auch nochmal das ein oder andere Healing finden. Ich weiß, was er da vorne jetzt vorhat, ob er jetzt den anderen fightet oder immer noch sein ganzes Leben lang auf mich sprayen will, das kann er natürlich auch machen. Wird ihm auf jeden Fall sehr viel bringen, ist ein sehr schlauer Junge scheinbar. Einer ist oben drauf, mal schauen. Ich glaube, den fighten wir, wenn es geht. Oh mein Gott, der Sniper hätte drauf sein können. Er hat mir einen viel, viel besseren Pump gegeben. Und das ist halt das Ding an der Reinlauf-Pump, Junge. Die macht keinen Damage. Die ist so schlecht. Oh mein Gott, das ist lucky. Das ist lucky. Jetzt habe ich viel mehr Bock zu fighten direkt. Als ob der jetzt so schnell einfach aufgegeben hat gerade eben. Oh, das. Ich glaube, der ist hier gerade gelandet, oder? Ist jetzt hier gerade jemand auf der Insel gelandet oder nicht? Ich bin verwirrt. Na gut, ob jetzt jemand hier war oder nicht, sehen wir genau jetzt. Denn es wird einmal gescannt. Hier ist keiner. Ja, was habe ich denn dann gehört? Und warum kommt hier kein Big raus? Ich möchte immerhin wieder Full HP sein. Das wäre voll nice. Ja, vielleicht können wir uns ja hier kurz aus den Kisten wie im Big Bot looten. Ich möchte echt wieder full sein.
kann nicht sein, dass ich 0 Kills habe und so einen schlechten Loot gerade die ganze Zeit. Also jetzt gerade der Loot, das Inventar sieht echt gut aus. Aber ich habe so wenig HP die ganze Zeit und irgendwie ist alles schwierig. Zweimal jemanden gefightet, beide Male war es aber kein richtiger Fight irgendwie. Es war so ganz, ganz merkwürdig. Nein. Unter Wasser, kriege ich das überhaupt? Oh mein Gott, wie nervig. Guter Headshot-Snipe. Sehr, sehr guter Headshot-Snipe. 3 Münzen und die Mütze Pump. Was? Ja, ich bin tot. Was soll ich machen? Ich habe keine HP. Ich habe nichts. Hier liegt auch nichts mehr. Ich werde am Storm down gehen oder an ihm. Eins von beiden. Ich muss rotieren, ich bin sonst down. Bitte hit mich einfach nicht, hit mich bitte einfach nicht, Digga. Ich muss so weit weg von dem, ist unfassbar. Medkit? Healing Automat. Heal, heal, heal schneller, heal schneller. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's irgendwie überlebt. Zweier Ticks jetzt gerade, fünfer, wenn es ankommt, das passt. Ich hol mir noch einen Big. Und dann noch mehr Medkits. Sniper muss ich jetzt leider droppen, weil ich brauche den Platz fürs Medkit leider. Aber alles gut, dafür sollten wir es in Zone schaffen eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und das nächste Medkit wird reingeheilt. Leider jetzt ohne Sniper die restliche Runde. Und es sieht immer noch kritisch aus, aber wir haben einen Kill und sind in den Top 6 immerhin. Da kommt der Typ mit der Sniper wieder, der mich vorhin schon fighten wollte. Der hat alles bekommen von mir. Wir haben mich schon durch die Wand beobachtet gerade die ganze Zeit. Wirklich, geh doch einfach nur... Oh mein Gott, was? Okay, ich hoffe einfach, er snipe mich nicht. Ich hoffe einfach, ich kann grappeln, ohne dass er mich trifft. Bitte. Er hat es auch direkt versucht, instant, ne? Ja, und er trifft mich halt, Bruder. Digga, ich hasse Sniper, ne? Sniper Royale schon wieder, es ist so nervig, ich schwör's euch. Und ich werde wieder out of Mats gehen gleich, es ist so ein Krampf. Top 5, alle spielen mit Sniper, alle spielen mit Grappler, alle bauen einfach nur eine Base und alle spielen auf Endgame und wollen einfach nur gewinnen. Und es ist so schwierig, mit meinem Loot jetzt noch die Runde zu gewinnen. Ich muss eigentlich irgendwie noch killen. Oder wie kann man so ein Bastard sein und so lange auf mich warten? Ich muss jetzt jemanden fighten, ich kann nicht anders. Was machen die? Was machen die? Ich habe keine Mats, 0 Mats, ich steppe im Storm. Tot. Digga, so schlecht. Top 2, die sind alle so dämlich. Die können alle das Spiel nicht. Ich schwöre es euch, Champion-Spieler sind so dumm. Ich musste auf den Refresh warten und habe die Mats nicht bekommen. Gut, natürlich schauen wir auch diesmal wieder nach, was wir für diese Runde bekommen. Und zwar insgesamt 8%. Wir sind so close for Unreal. Eine Runde machen wir noch, würde ich sagen. Dritte und somit jetzt auch letzte Runde, sofern wir auf jeden Fall nicht offspawn down gehen direkt. Mal schauen, wie es überhaupt läuft. Es kommen zwei Gegner scheinbar mit. Einer ziemlich hoch, der andere auch und sehr weit hinten. Das ist sehr interessant. Okay, der fliegt weiter. Auf den schießen wir nochmal, den nerven wir ein bisschen. Ja, den haben wir gut genervt. 50 HP minus. Ist in dieser Season gar nicht mal so wenig. Jetzt natürlich die Frage, ob wir den Bot überhaupt bekommen können. So schnell in Solos, ein bisschen schwierig immer. So, kommt mal mit in den Keller, das wäre ganz gut. Da kommt schon der erste Gegner, der gleich den Bot klauen will von mir. Und da ist er. Reinlaufpump, ich schwör's. Ich schwör's euch, Reinlaufpump ist die schlimmste Waffe in dem ganzen Spiel. Nächster Gegner ist da. Es ist natürlich. Es läuft so schlecht. Ich habe den Bot nicht. Der ist fast tot und zwei Gegner kommen und wollen mich clean. Immerhin bin ich nicht daran gestorben, dass der Idiot mit. Ohne nachzudenken in meine Box reinläuft. Und ich habe nochmal ein Big, das heißt, ich bin wieder voll. Aber irgendwo campt jetzt noch der andere, das nervt. Ich habe das Gefühl, er wird auf dem Dach sitzen. Das heißt, ich guck mal, ob ich mit dem Sprungkraft hier. Mit dem Effekt einfach nur aufs Dach springe. Hat nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. Er ist nicht auf dem Dach.
Und das ist der Bot, Hilfe. Da kommt er jetzt wieder. Irgendwo da hinten sneakt er rum. Ich glaube nicht, dass er im Keller sitzt, eigentlich. Ganz kurz ein paar Mets fahren, bevor wir da weitergehen, aber... Sollte clear sein erstmal. Er sitzt dahinter. Unfassbar. Unfassbar, wie er spielt. Reinlaufpump auch noch. Ich sag's euch. Reinlaufpump spielen nur die größten Idioten. Guck mal, wir können ganz langsam machen und er ist down. Er ist sogar Elite, er ist nicht mal Champion. Aha. Und da ist auch einfach mal ganz klar wieder zu erkennen, dass ich einfach schlauer bin als er. Ganz klare Sache. Danke für deinen Grappler. Grappler, wirklich sehr wichtiges Item, habe ich gebraucht. Und der nächste Gegner kommt. Hilfe. Ich bin so gut. Ich bin so viel besser. Junge, das klingt auch so abgehoben. Aber es stimmt. Aber wirklich, wirklich sehr, sehr riskant, gerade überhaupt gepiekt zu haben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er eine Sniper hat. Hat trotzdem funktioniert. Ich habe ihn getroffen. Er habe ich nicht. Sehr gut, ich bin stolz. Was hier heute eigentlich alles schon passiert ist, wenn ich mal so drüber nachdenke. Es gab so viele Momente, wo ich einfach schon eigentlich hätte down gehen müssen. Aber es einfach irgendwie überlebt habe. Eine Mal die Runde gewonnen sogar noch trotzdem. Das andere Mal Zweiter, sehr unlucky. Aber... doch, also bisher wirklich gefällt mir. Heute das ganze Video gefällt mir. Irgendwo da oben hat gerade jemand meine Karte reingemacht. Mal schauen, ob wir den noch fighten können. Da ist er. Er hielt sich, warte mal. Guter Snipe, mal wieder. Abgewartet auf das perfekte Timing, man kennt's. Er rennt aber weg. Er baut sich nicht mal ein, sondern er rennt einfach nur weg. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob er auch einen Sniper hat. Und er hat einen Sniper, ja klar. Guter Hit von mir. Da er hat ihn jetzt vor. Wie hat er denn jetzt gespielt? Wie komisch. Ganz, ganz viele Boxen bauen natürlich, Verwirrungstaktik. Wo ist der Loot von dem anderen jetzt nochmal? Ich brauch die Bigs eigentlich. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Nein, Mann, ich bin so schlecht, ich komme da nicht raus und mir gehört auch nichts. Er hat so ein gutes Timing erwischt. Egal, ich würde sagen, ich höre trotzdem jetzt auf damit, auch wenn das jetzt kein Win am Ende war. Bisschen unlucky, aber wir sind jetzt hier geendet auf Champion 83%. Das heißt wirklich, wir sind ein oder zwei Runden nur von Unreal entfernt. Das Ganze in einem nächsten Video. Abonniert auf jeden Fall direkt nochmal den Kanal, wenn ihr im nächsten Video sehen wollt, wie wir Unreal erreichen. Und schaut auch heute direkt um 19 Uhr vorbei, denn dann ist hier FNCS. 19 Uhr geht FNCS los und ich werde das Ganze streamen auf Twitch und auf YouTube. Also schaut gerne vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.